Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Dienstagabend. Hier ist Cookie von Zockt. Ihr seht Zockt live und ich bin wieder gesund, falls es irgendjemanden interessiert. Heute gucken wir uns ein Spiel an, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich habe mich sehr darin verliebt, als ich das letztes Jahr bereits auf der E3 gesehen habe. Wir spielen heute Unravel. Das ist von EA. What? Von EA? Ja, von EA. Die haben sich entschlossen, dass sie in ihrem Portfolio an Spielen auch einen Indie-Titel mit ein bisschen mehr Liebe als der ganze Scheiß, den sie sonst so machen, gehört oder so. Und das Einzige, sage ich von vornherein, ich habe noch nicht gespielt, das Einzige, was mir das jetzt versauen kann, ist, wenn die Steuerung genauso lahmarschig ist wie die von Little Big Planet. Little Big Planet an sich kann ein wundertolles Spiel sein, aber die Steuerung, die verdirbt es für mich. So, wir starten jetzt ein neues Spiel. Ihr könnt gerne im Chat mit mir reden. Ich gucke dazwischendurch rein. Jetzt gucken wir mal. Tolle Karte. Die legen wir jetzt erstmal weg. So. Sorry. So, für alle, die von Unravel noch absolut gar nichts gehört haben, wir spielen diesen kleinen Garnknaben. Und zwar ist das Ganze ein 2D-Plattformer-Rätsel-Spaß-Jump'n'Run. Und hier legen wir schon los. Wir können springen, wir können nicht doppelt springen. Was können wir denn noch? Wir springen erstmal hoch. Oh, Gott sei Dank, es ist nicht so lahmarschig wie Little Big Planet. Das wäre für mich auf jeden Fall der Insta-Kill für dieses Spiel gewesen. Tolle Karte. Warte. Wir können darin blättern. Was gibt's denn noch? Wow. Vergilbte alte Fotos. Von der netten alten Dame, die ihre Enkelkinder vermisst. Gut, gehen wir erstmal weg. Haben wir noch. Mit dem rechten Ministerium kann ich nichts machen. Hallo Phil! Es ist endlich draußen, dieses Spiel. Freust du dich mit mir? Guck mal. Ist dieses Ding nicht super süß? Jetzt mal ganz im Ernst. Holy shit, ist das süß. Thistle and Weeds. Okay, das ist dann wohl die alte Dame aus dem Intro, die jetzt ganz alleine ist. Und wir begeben uns, mutig wie wir sind, auf den Weg nach draußen. Das freut mich. Gut. Aha, okay. Ich habe die Taste gefunden, mit der man das Garn wie ein Lasso werfen kann. Yay! Ob man damit irgendwie zielen kann, habe ich noch nicht. Ah, okay. Gucken wir mal. Okay, wir hängen auf. Kann also das Garn ausgehen. Yay!
nun können wir weiterlaufen. Run. Ja, dann sag mir doch mal, wie man rennt. Spiel. Oh, das ist bestimmt ganz, ganz billig, jetzt diese Taste zu finden. Okay, wir brauchen es noch nicht. Ah, okay. Wir können also an unserem Garn noch wieder hochziehen. Ziehen wir das jetzt mal hier rüber, ziehen uns hier wieder hoch. Und zack. Wunderbar. No. Komm. Okay. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig noch. Aber eigentlich ganz, ganz okay. Von der Steuerung her zumindest. Was war das? Das sah auch aus wie die alte Dame. Okay. Wenn das so glitzert, können wir also klettern. Mehr Garn. Das Ganze ist so blöd, dass wir mit dem Labyrinth und dem Minotaurus können einfach den Weg wieder zurückfinden. Wegen dem Garn. Okay, wie kann ich das denn attachen? Nochmal hier. So. Try making a yarn bridge. Machen wir doch glatt. Okay. Aha. Also jetzt mal ganz im Ernst, sieht das nicht wundertoll aus? Es ohne Scheiß. Ich muss zugeben, ich stehe wirklich auf so knuddelsüße Spielgeschichten. Ich würde auch unglaublich gerne die Nintendo-Spiele alle spielen, aber es lohnt sich einfach noch nicht. Deswegen spare ich für dir nichts. Why climbing? Okay. No, das war ein Fehler. Wir klettern jetzt erstmal hier hoch, machen das fest. Können wir dann... Oh, Sepp! Wieso? Sepp sagt gerade im Chat, er mag die Grafik gar nicht. Guck mal, das lenkt mich direkt ab. Ekelhaft romantische Weichzeichen, sagt er. Ach Sepp, du brichst mir das Herz. In deiner Review über die Peanuts sagst du, wie toll du das findest. Und du hast kein Herz für dieses kleine Garmännchen. Das macht mich einfach traurig. Ah, hier haben wir also einen Checkpoint. So, mal. Komm, machen wir einfach mal fest. Man weiß ja nie, wofür man sowas braucht. Okay, das war so nicht geplant. Eigentlich wollte ich nur da hochklettern. Na komm, geht das nicht ein bisschen schneller? Können wir den nicht... Okay. Also es geht auf jeden Fall irgendwie... Nein! Oh mein Gott, man kann ertrinken.
kann man. Okay, man kann also Sachen hier hochrollen. Heißt das, ich muss. Also erstmal muss ich jetzt hier da. Erstmal muss ich jetzt da oben das Ding da rausziehen. Und anscheinend muss ich hier noch ein paar Äpfel reintun. Krieg ich noch mehr Äpfel? Hallo? Da kann ich vielleicht von einem zum anderen Apfel springen. Das wird wahrscheinlich. Hoppala. Hopp, 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 hopp. Ja, komm. So, hätten wir das auch. Ah, guck mal, man kann also, wenn man irgendwo feststecken bleibt, kann man Pfeil nach unten drücken und respawnt man wohl am Checkpoint. Ich hoffe, das werden wir nicht brauchen. Eine böse Taube. Ich wette, die sehen wir nicht das letzte Mal. Hoppala. Das Spiel kostet übrigens 19,99 €. Und angeblich dauert das Spiel so circa 6 Stunden. No. Oh mein Gott. Brauche ich neues Garn oder was war das? Ich glaube, ich habe kein Garn mehr, Leute. Ich habe kein Garn. Ah, ich muss mal kurz antworten. Der liebe Kevin sagt gerade, dass der Spielsound ziemlich laut ist. Und meine Stimme sehr leise. Ich habe gerade eben schon kurz am Headset gedreht. Ich hoffe, das hat schon etwas ausgelöst. Ansonsten drehe ich nochmal. Da oben ist mehr Garn, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, es reicht nicht. Ich muss irgendwie noch. So, okay, ist wohl immer noch sehr laut. Ich guck mal, ah, hier. Ich mache einfach mal so. Entschuldigung, wenn das bisher zu laut war. Ich hoffe, jetzt ist besser. Also da oben ist Garn. Ich gehe mal zurück. Okay, ich komme gar nicht mehr zurück. Ich muss jetzt erstmal mich da wieder losmachen. Okay, so ist perfekt. Sehr gut. Ja, also. Wir stehen vor meinem. Vor dem ersten Rätsel, das ich nicht lösen kann. Das ging ja schnell. Und zwar brauchen wir ein neues Garn irgendwo her. Ich kletter jetzt erstmal wieder hoch und guck mal ein bisschen zurück. Es sah eigentlich so aus, als sei da oben an dieser Glocke schon. Als sei da Garn, aber ich habe keine Ahnung. Man sieht auch, das Männchen wird ein bisschen dünner, wenn man kein Garn mehr hat. Gucken wir mal, ob das reicht. Kann ich hier oben hoch? Ah, guck mal, da ist Garn. Und wie kriege ich jetzt... Aha. Guck da! Zack, der Kuck jetzt gefunden. So blöd ist er gar nicht. Aber ich will nicht da... Okay, es geht wohl nicht anders. Ich glaube, es macht sogar einen Unterschied, ob man... Ob man jetzt den einen oder den anderen Weg nimmt, weil man bestimmt viel Garn verbraucht.
Was finden wir denn hier? Sieht aus wie ein Glöckchen. Okay. Vielleicht war das ein Special, so ein Collectible einfach. Zack, neues Garn. So, ein Fahrrad, was wir ziehen können. Schneller geht leider nicht. Oder vielleicht doch, vielleicht kann ich von hinten. Okay, nee, man kann nicht schieben. Man kann es nur ziehen. Das war übrigens nur der Vorgarten. Komm. Okay, die Steuerung ist tatsächlich doch ein bisschen fisselig teilweise. Wow. Oh, ich find's so schön. Also es macht ohne Scheiß. Es macht mir richtig Spaß. So, kommen wir hier. Oh, wie machen wir das denn? Also da oben ist wieder so ein Collectible. Ich weiß nicht, ob man den für zum Weiterkommen wirklich benötigt. Gucken wir mal, gibt's hier. Da oben. Na? Na komm, das muss irgendwie gehen. Ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie es aussieht, weil die. Okay, so. Ach so, okay, warte, man kann auch schwingen. Das wusste ich nicht. Das heißt, wir können wahrscheinlich. Zack. Na, so nicht. Zack. Okay, aber irgendwie müssen wir noch. Müssen wir doch an dieses Collectible da unten rankommen. Ach mein Gott, ey. Kann man nicht. Hier? Nee, nee, nee. Jetzt sagt bloß, ich komme hier nicht hoch. Und muss. Den ganzen Scheißweg nochmal. Okay, anscheinend ist das tatsächlich so. Selbst sagt. Nee, Quatsch. Hallo, die Kantschnuck sagt gerade im Chat, die Figur hätte man viel süßer machen können. Diese hier sieht voll gemein aus, oder? Finde ich eigentlich. Warte. Ich muss die Figur mal kurz auf mich wirken lassen. Okay, ich kann leider. Mir fällt kein Gegenargument ein. Die sieht tatsächlich ein bisschen gemein aus. Es bricht mir das Herz, das zu sagen. Aber du hast recht. Oh, es ist tatsächlich ein bisschen fummelig. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur zu blöd bin. Das ist eigentlich seltenst der Fall. Könnt ihr Kevin fragen, der würde euch das bestätigen. So, ich mache jetzt mal hier oben. Bind mich mal da fest, damit ich im Notfall nicht wieder den ganzen Weg zurück muss. So. Cool. What's this? Ach, guck mal, das ist wahrscheinlich die Enkelin. Von dem Foto eben. Hier haben wir neues Garn. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, dieses Garn muss man zwischenzeitlich einsammeln, damit man weiterkommt. Sonst wird man. Ist quasi der Faden zu Ende und man kann nicht weiterlaufen. Wow. Okay, dieses Objekt können wir bestimmt jetzt. Können wir greifen und schieben. Hier könnte ich mich festbinden und das werden wir auch machen müssen. Einmal müssen wir hier das Garn festmachen. Und da oben auch. Okay. Ich
heißt, wir werden erstmal... Nein, ich will diesen... diesen Stein hier hin, damit man hier hochkommt. So. Nein. Erstmal ab. Jetzt wieder fest. Jetzt können wir den Stein nämlich mit da oben. Whoop. Do it, do it. Sehr gut. Den brauchen wir nämlich bestimmt. Mein Gamer-Gehirn sagt mir das. Die Spidey-Sensoren sind quasi angeschlagen. Oh, da war ein Igel. Habt ihr den gesehen? Ein Igel. Okay, ich muss wahrscheinlich das als Gegengewicht hinten drauf lassen, damit ich über die Wippe zu diesem Stein komme. Und siehe da, ich hatte recht. Okay, warte, ich guck nochmal, was da hinten war. Das war... irgendwofür muss das ja gut sein. Whoops. Das kann man wahrscheinlich auch irgendwie nicht. Okay. Aber man kann es hier fest. Okay, damit man wieder da hochkommt. Und damit man diesen Klotz mitnehmen kann. Was ist es? Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, das funktioniert nicht. Ich dachte, ich könnte diesen Klotz mit da hochnehmen. Geht aber leider nicht. Aber irgendwofür braucht man diesen Klotz noch. Ich bin mir sicher. Oh, okay. Wahrscheinlich nicht. Ah, okay, so. Schubdawupp. Nummer 1, Nummer 2. Und dann brauche ich den wahrscheinlich, weil ich sonst hier nicht hochkommen würde. Ne? So, ich gehe aber erst hier hoch. Das ist nämlich noch so ein Collectible. Nein. Komm, ich komme bestimmt. Okay, da kommen wir wohl nicht. Oha. Diese actionreiche Inszenierung. Mann, oh Mann. Eine Garnblume, yay! Missing Piece. Okay, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, da waren am Anfang vergilbte Fotos drin und ich nehme mal an, dass man die jetzt nach und nach wieder
Ah, okay, die Seiten waren generell vergilbt und jetzt kann man, das stand zum Beispiel eben noch nicht da. Und da haben wir die Kiddies. Ach nein, wie süß. Okay, hier drin findet man also Erinnerungen von seinen Enkeln. Und wie können wir jetzt quasi weiter? Weil hier waren wir eben schon. Ach so, okay, also da bin ich quasi ins, bin ich da ins Level gehoppt. Und jetzt kann ich zu dem nächsten Foto, eventuell ist das das nächste Level. Off the Rails. Down in a Hole. Okay, das sind also die Level, die kann ich aber alle noch nicht machen. Das auch nicht. Okay, also ich muss jetzt irgendein Foto finden. Ich bin wahrscheinlich einfach nur mega blind. Dass das nächste Level darstellt. Das ist, wie gesagt, das, was wir gerade gemacht haben. Da haben wir 2 von 5 Secrets gefunden. Wahrscheinlich. Ah, okay, man kann einfach hier hoch. Zum See. Das erklärt zumindest schon mal, wie viele, wo wir sehen, wie viele Secrets pro Level gibt. Das war jetzt bei dem ersten 5. Ich muss an dieser Stelle aber sagen, dass ich, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich mich sehr darauf gefreut habe. Das stimmt auch, tatsächlich. Aber es fühlt sich nicht so an, wie es aussieht irgendwie. Also das muss man einfach selber mal herausfinden, glaube ich, für sich. Es ist halt wirklich ganz süß. Es macht doch Spaß, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Schon. Es ist einfach alles irgendwie ein bisschen fummelig, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich habe nicht genug Garn, ich muss erstmal wieder Garn finden. Okay, es nervt mich sogar. Ah, okay. Ich habe einfach viel zu kompliziert gedacht. Hier haben wir neues Garn. Dann können wir da weiter hoch.
Ups. Komm schon. Ernsthaft jetzt? Mir fehlt jetzt. Oder muss ich von der anderen Seite dahin? Ich habe kein Garn mehr, um da oben dran zu kommen. Ernsthaft? Gucken wir mal, ob das so reicht. Mein Garn habe ich nicht, das heißt, ich werde jetzt mal das neu starten. Und hier fährt gerade die Polizei vorbei. Ich hoffe, es ist nicht so laut im Stream. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Garn als eben. So, jetzt aber. Kann also irgendwie den Drachen steuern. Nein. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie kann ich ihn steuern. Ich muss sagen, dass es jetzt schon ein bisschen frustrierend ist irgendwie. Okay, ich glaube, ich hab's raus. Nein. Nein, nicht stecken bleiben. Okay, und hoch, und hoch, und hoch. Aha. Okay, das war's jetzt einfach. Okay. Ich muss zugeben, das war nicht sonderlich klug. Auf der anderen Seite war was zum Festhängen. Ich versuche einfach mal vorsichtig hier runter.
ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das Garn geht gleich aus. Direkt mit. Eins, Mann, ja komm, ich nehme direkt beide mit. Ich brauche die bestimmt eh. Schwupp, 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 schwupp. Hallo Krabbe. Pups. Pups. Okay, die tut nix. Für nur Spiel. Einfach schwingen, einfach schwingen. Da unten ist noch Garn, das brauchen wir. Schwupps. Nein. Schon. Boah, ey, diese Steuerung. Sie ist wirklich nicht ganz so schlimm wie Little Big Planet. Ich weiß nicht. Ich komme damit nicht klar, wenn das so lahmarschig ist irgendwie. Ich meine, designtechnisch und soundtracktechnisch ist das echt supi. Ups. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich 6 Stunden meines Lebens mit Frustration über Steuerung verbringen möchte. Komm, ich bestimmt, wusste es doch. Und nicht genug Garn. Na super. Dann halt nicht. Oha. Achso, okay, das habe ich nicht gesehen. Sorry. Mit der Welle irgendwie. Ah.
Okay, ich kann es ja entweder in die Richtung ziehen oder in die andere. Und es geht beides nicht. Oder ich kehre einfach wieder zurück, ihr Vollidiot. Leute, helft mir doch mal. Eine Idee. Kann ich hier drauf springen? Okay, anscheinend nicht. Wieder zurückgehen bringt mir auch irgendwie nichts. Kann ich einfach weiter? Ich kann einfach weiter. Na, ganz, ganz ehrlich, irgendwie bin ich genervt. Das kann daran liegen, dass ich einfach zu blöd bin, dass ich mich blöd anstelle. Aber wenn wir mal ehrlich sind, will man ja auch nicht spielen, was einen denken lässt, dass man dumm ist. Hätten wir das geschafft. Kann ich das ziehen? Auch einfach schieben. Ach komm schon, ey, meine Fresse. Oh, ich bin tatsächlich zu blöd. Ich raste aus. Oh, die Genugtuung will ich Kevin eigentlich nicht geben. Der sagt nämlich schon seit Wochen: Hey, Unravel ist voll blöd. Das sieht so aus, als steuert sich die Scheiße genau wie Little Big Planet. Es ist einfach mega anstrengend, so präzise hier zu sein. Es macht doch gerade nicht so viel Spaß. So, wo ist jetzt das andere Schisselding hier? Und dann ist das nur für dieses scheiß Collectible dahin. Ich raste aus. Ich raste aus. Es ist nicht mehr dafür da, damit man den Weg weitergeht. Okay, lassen wir das. Das heißt, irgendwie müssen wir hier dran vorbeikommen.
Ich habe keine Ahnung, wie. Kann ich mich vielleicht einfach darüber schwingen? Ist da oben irgendwas, was ich übersehen habe oder so? Komme ich hier da oben? Da drüber ist auch noch so ein rotes. Ah, da komme ich nicht dran. Ist vielleicht einfach da rum? Okay, Leute, wenn das hier so... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen genervt und wahrscheinlich ist das einfach nur meine eigene dumme Schuld, weil ich hier irgendwas übersehe. Damit wir jetzt aber nicht die ganze Zeit an derselben Stelle hier rumhocken. Das ist natürlich auch blöd zum Zugucken. Würde ich sagen, wir lassen es hier an der Stelle. Man hat auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck bekommen, wie das so ist. Wie gesagt, optisch und soundmäßig ist das eigentlich ganz top. Wir haben festgestellt, dass das Ding eher gemein aussieht als süß. Und ja. Stand jetzt ist es auf jeden Fall keine 20 Euro für mich wert. Wenn ihr gerne auf so, wo so Knobelzeug steht, dann kann man da wahrscheinlich zuschlagen. Entschuldigung. Ansonsten, also ich werde mich nochmal versuchen in ganzer Ruhe. Denn das kann ja nicht sein, dass mich hier im zweiten Level schon irgendwas am Fortkommen hindert. Sei es meine eigene Blödheit oder sonst irgendwas. Ah ja, gut. Dann war es das erstmal für heute für mich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis nächste Woche Dienstag. Ich hoffe, wir finden wieder was Spannenderes zum Zugucken. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss! So, für YouTube jetzt noch eine Endcard. Guckt euch gerne unsere anderen Videos auch noch an. Vor allem die, bei denen es nicht um Unravel geht. Wärmstens empfehlen kann ich euch unseren Newscast. Da quatsche ich jede Woche mit Kevin und dem Christian, der nicht zum Zockteam gehört, aber der sehr viel Ahnung hat, deswegen haben wir ihn eingeladen. Über die Themen der Woche und jetzt aktuelles Thema war E3 wegen Bethesda, die wieder erscheinen werden und EA, die ihre eigene Messe machen werden, der E3 also den Rücken gekehrt haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinhört. Das liegt uns nämlich sehr am Herzen und da reden wir auch eigentlich sehr ehrlich über die Sachen und wie wir die sehen. Und uns interessiert natürlich auch, was ihr da so drüber denkt. Und ansonsten guckt euch natürlich um und bleibt sauber. Bis dann, ich verabschiede mich. Bis nächste Woche.